התפילה. בורא יקר, המנהיג את הבריאה כולה. גיבית. Teurer Schöpfer, der du der gesamten Schöpfung vorstehst, wir wenden uns an dich in Dankbarkeit und Annahme von allem, was du uns sendest. Wir bitten dich, dass du uns das Verlangen gibst, jeden Augenblick zu beten, sodass unsere Bemühungen, den Menschen zu erziehen, den Mann zu erheben, die Waagschale auf die Seite des Verdienstes bringen. Wir bitten darum, die Mängel der Wert zu spüren und dass du die Einheit unserer Herzen der ganzen Menschheit weitergibst. Wir flehen dich an, dass jeder Freund zu allgemeinem Gefühl eine Familie strebt, welche sich auf der ganzen Welt verbreiten wird. Mit Freude und Ehrfurcht vor deiner Größe erheben wir dieses Gebet. Amen. Man kann Fragen stellen, die Fragen werden im Laufe des Unterrichts gestellt. Vor einigen Stunden haben wir uns bemüht, uns in einem Gebet zu vereinen, zur Klärung des Gebetes. Und es ist selbstverständlich, dass wir auch jetzt Anstrengungen unternehmen, um diese Quelltexte zu lesen. Sie passen sehr, sehr gut zu unserem Zustand und zur Anstrengung, die wir einzubringen haben. Wir müssen weitermachen. Und wir dürfen von jenem Zustand, den der Schöpfer in uns, den der Schöpfer zwischen uns erweckt, nicht fliehen. Denn das ist es, was er uns gibt, damit wir uns über die Trennung erheben können, über das Zerbrechen, dass all das, was in diesen Zeiten erwacht, in diesen Tagen, all das ist ein Zeichen für das Zerbrechen zwischen uns. Und über diesem Zerbrechen müssen wir uns verbinden, bis wir zur Liebe gelangen. Bis zur Liebe. Wenn wir deshalb in der Aufdeckung solcher zwischenmenschlichen Beziehungen sind, Bedrohungen, Hass, Entfernung, Trennung, so müssen wir uns bemühen, diesen Zuständen, diesen Beziehungen, dass wir ihnen keine Oberhand zulassen, dass wir nicht zulassen, dass sie eine Oberhand gewinnen und uns auch nicht schwächen, sondern zuerst einmal müssen wir uns mit den Freunden verbinden und dann mit der ganzen Welt. Und wir müssen alle zur Verbindung gelangen, wie eins zu werden. Unser Ziel ist es, uns nicht nur als ein Zehner zu sehen, sondern die ganze Menschheit als ein Kli von Adam HaRishon. Als ein Kli von Adam HaRishon, nicht weniger als das. Denn wenn wir bedroht werden von einem dritten Weltkrieg, von einem dritten Weltkrieg, so müssen wir hier eine Korrektur in Adam HaRishon durchführen. Deshalb lasst uns darüber nachdenken, dass es hier bei diesem Krieg nicht um bloß irgendeinen Straßenkrieg geht oder wo man in Charkow oder Kiew
Melitopol und anderen Städten hier Kämpfe, Kämpfe ausführt und in anderen Dörfern von der Ukraine, sondern wir müssen überlegen, wie sehr wir unter uns bzw. zwischen uns unsere Herzen korrigieren müssen, unsere Herzen verbinden müssen und dass wir wollen, dass dies wirklich global und allgemein korrigiert wird, damit all unsere Freunde in der ganzen Welt, dass auch wenn sie das nicht fühlen und wirklich mit Mühe und Not hören, dass es so etwas wie einen Krieg gibt, dass wir müssen trotzdem erwachen, uns stärken und uns die Größe des Hasses, der sich offenbart, vorstellen. Und dass Liebe alle Vergehen bedeckt, alle Verbrechen bedeckt, damit wir all den Hass, der sich offenbart, mit Liebe bedecken. Natürlich ist das keine Waffe in dieser Welt, denn wenn sich das Böse offenbart, so müssen wir dem vorauseilen und uns bemühen, das Böse zuerst umzubringen, das Böse zuerst zu töten. Aber wir müssen uns vorstellen, wie sehr wir dies in unseren Empfindungen machen, auf einer höheren Stufe. Dort müssen wir uns insbesondere stärken. Und in unseren Anstrengungen bestimmen wir, ob wir mit dem Schöpfer wollen und uns der Schöpfer dementsprechend uns gemäß unseren Bitten hilft. Denn dann werden wir den Sieg sehen, dass Liebe kommt und sämtliche Verbrechen bedeckt, alle Wunden heilt und die Menschheit, die Welt zum Guten bringt. Und wir werden dann die Vollkommenheit fühlen, die sich offenbart in einer gegenseitigen Vervollkommnung, Ergänzung, in Offenbarung und Liebe auf Basis der Entfernung, Trennung und des Hasses. Bemühen wir uns, unsere Handlungen so zu sehen, dass wir das tatsächlich so tun, dass wir all die bösen Zustände, all die schlechten Zustände durch gute Handlungen bedecken. Von all den Handlungen, die der Mensch erwecken kann, die er von oben auf sich erwecken kann, gibt es keine bessere und vollkommenere Handlung als die Handlung der Verbindung. Der Schöpfer hat das Kli zerbrochen und wir fordern von ihm, wir verpflichten ihn, das Kli zu korrigieren. Quellen den Krieg gewinnen. Wir sind beim Punkt 9. Unsere Weisen sagten, der Trieb des Menschen bewältigt ihn jeden Tag. Wenn der Schöpfer ihm nicht helfen würde, würde er den Trieb nicht überwinden. Das heißt, wir können keinerlei Korrektur durchführen, außer wenn wir den Schöpfer bitten, ihn dazu verpflichten, diese Vervollkommnung, Ergänzung bzw. Korrektur durchzuführen. Nicht, dass er die schlechten, die bösen Sachen einfach auslöscht, sondern dass er sie mit dem Guten bedeckt. Denn nicht umsonst hat er den bösen Trieb und all seine Ausläufer, seine negativen Erscheinungen geschaffen, sondern er schuf den bösen Trieb und wir fordern von ihm, diesen bösen Trieb bzw. alle negativen, alle bösen Sachen mit dem guten Trieb zu bedecken, mit Ergänzung, mit Liebe. Vielmehr muss sich der Mensch nur dazu verpflichten, sich jedes Mal aufs Neue zu stärken und darf sich unter keinen Umständen von diesem Krieg zurückziehen oder verzweifeln lassen. Sicherlich ist es in diesem Krieg unmöglich, eindeutig zu erkennen, wer der Gewinner ist. Denn der Krieg ist noch lang. Und das Exil wird immer intensiver
und jeder erlebt, was er erlebt. Wie lange dieser Krieg stattfinden muss, ist davon abhängig, wie sehr wir vom Schöpfer bitten, diese Bruchstellen zu korrigieren, sie zu verbinden und zu korrigieren. Und all diese Stellen, die zuvor verdorben, zerbrochen waren und jetzt korrigiert werden, dort fühlen wir dann die Enthüllung des Schöpfers, der eigentlich in diesem Krieg siegt, indem wir von ihm bitten. Doch solange wir unsere Waffen in der Hand halten, und unsere Hauptwaffe ist das Gebet, und solange wir uns nicht von diesem Krieg verzweifeln lassen und weiter an unsere Waffen festhalten, gewinnen wir mit Sicherheit, das heißt im Gebet. Denn solange man sich im Gebet und in der Aufschrei zum Schöpfer stärkt, gewinnt man den Krieg, denn das ist im Grunde der Sieg. Das heißt, wir müssen wirklich eine Linie einrichten, wo wir ständig auf den Schöpfer ausgerichtet sind und immer wieder klären, worin ich in diesem Augenblick noch etwas hinzufügen kann. Im Vergleich zu dem vorangehenden Zustand, was kann ich in dem jetzigen Augenblick in meiner Hinwendung an den Schöpfer hinzufügen? Was kann ich sonst noch machen? Was kann ich noch hinzufügen? Worum kann ich bitten in der Einheit zwischen uns, dass wir verbunden werden? Was? Beziehungsweise worin kann ich mich sonst noch an den Schöpfer wenden? Und wenn ich nicht fühle, dass ich so einen inneren Antrieb habe, mich an den Schöpfer zu wenden, so muss ich mich darum sorgen, dass ich zumindest mich zu den Freunden dazu geselle, mich mit ihnen verbinde und mich gemeinsam mit ihnen sorge. Sie drücken auf mich, ich drücke auf sie, und so, indem jeder seinen Mitmenschen hilft, gelangen wir zu einem Schrei, zu einem Aufschrei, wo wir mit Sicherheit eine Hilfe von oben darauf erhalten. Und eine Hilfe von oben darin, dass der Schöpfer sich offenbart. Es gibt nichts mehr, was wir tun können. Denn der ganze Grund für das Böse ist seine Verborgenheit, und der Grund für das Gute ist seine Offenbarung. Es gibt nicht mehr als das, als diese zwei Sachen. Diese zwei Zustände. Deshalb hat er die Welt geschaffen, also Olam, welches vom Wort Alama, also Verhüllung, kommt. Und wir müssen von ihm die Enthüllung. Der Sieg. Das ist das Wichtigste, ist das Gebet und alles, was wir für das Gebet brauchen. Alles, was wir für das Gebet brauchen, ist, dass wir verstehen, dass wir zerbrochen sind. Dieses Zerbrechen kam vom Schöpfer, der das absichtlich vorbereitet hat. Die Distanz, die zwischen uns ist, das ist eben dieses Zerbrechen. Da ist diese Distanz ist wirklich exakt vom Schöpfer geplant. Diese Distanz zwischen uns und die Schwierigkeit, vom Schöpfer Verbindung zu bitten, dieser Zustand heißt Galut, also Exil. Und wenn wir den Schöpfer darum bitten, wenn wir mittels des Gebetes den Schöpfer darum bitten, die Korrektur durchzuführen, so folgt daraus, dass wir erstens einmal das Exil wahrnehmen, erkennen müssen. Zweitens müssen wir die Kraft des Schöpfers hier heranziehen, dass er uns annähern möge, uns korrigieren möge. Das bedeutet es, den Schöpfer zwischen uns zu bringen. Und
Das ist der Unterschied zwischen Galut und Geula, also Exil und Erlösung. Aleph, in einem Aleph, der Buchstabe Aleph, Alufoshe Laholam, also der Meister der Welt. All diese Zustände müssen wir durchlaufen. Deshalb müssen wir in all diesen Zuständen, die jetzt die ganze Menschheit und die ganze Welt durchläuft, dass dies wirklich ein Krieg ist, den der Schöpfer erweckt, weil er möchte, dass wir ihn näher bringen, dass wir uns an ihn annähern, dass wir ihn enthüllen. Deshalb sind all die negativen Sachen, die sich offenbaren, nur dazu, damit wir zum Guten gelangen. Das Böse muss sich offenbaren. Das ist vom Sündenfall von Adam Arishon bereits geplant worden. Bloß das Gute offenbart sich nur in dem Maß, in dem wir darum bitten. Und in dem Maß, in dem wir die Anwesenheit des Schöpfers, die Offenbarung der guten Kraft zwischen uns erbitten, werden wir in dieser Weise uns einander annähern können, mittels der Kraft des Schöpfers, welche zwischen uns erscheinen wird. Und gerade dadurch werden wir zu Korrekturen gelangen. Das heißt, das Maß unserer Korrekturen ist abhängig davon, wie sehr der Schöpfer zwischen uns erscheint. Und obwohl wir momentan noch in Verhüllung sind, das heißt, er ist in einem gewissen Maß zwischen uns, weil wir uns ansonsten nicht verbinden würden. Dennoch befindet er sich trotzdem in Verborgenheit, damit wir ein noch größeres Bedürfnis, eine noch größere Notwendigkeit an seiner Anwesenheit enthüllen. Doch wir müssen weitermachen. Und wenn wir bisher noch nicht zur Enthüllung gelangt sind, so ist es ein Zeichen dafür, dass unsere Gebete, Bitten, Aufschreie noch nicht abgeschlossen sind. Sie sind nicht vollkommen. Und deshalb müssen wir uns bemühen, heute in einem höheren Zustand zu sein als gestern. Wir müssen bitten und uns wirklich vorstellen, wie sehr uns der Schöpfer fehlt. Und der ganze Krieg, der sich jetzt vor uns auftut und der sich zu einem Weltkrieg wirklich verwandeln kann. All das ist eine Gelegenheit, um uns an den Schöpfer zu wenden. Kommt, nutzen wir jeden Augenblick dieses Krieges in richtiger Weise. Wir interessieren uns, lesen viele Sachen. Wir brauchen das. Aber die Frage ist, wie ich das nutze. Also wenn ich irgendetwas höre, mich dafür interessiere, was in diesem Krieg jetzt passiert, wie sehr möchte ich meine Eindrücke in ein Gebet umwandeln. Darum geht's. So muss ich mich selbst in meiner richtigen Anteilnahme überprüfen. Und dann werde ich fühlen, dass ich hier ein Soldat bin. Ich bin ein Soldat darin, dass ich mich an den Schöpfer wende, in jeglicher Erscheinungsweise des Krieges. Denn wir müssen den Krieg so sehen, den Krieg selbst, die Leiden und Probleme als Enthüllung der Mängel an den Schöpfer wahrnehmen, so sehen. Überall dort, wo ich ein wenig die Empfindung des Schmerzes habe,
vom materiellen Zustand bis zum spirituellen, die Empfindung der Trennung, des Hasses, und dort ist das, da ist das Wesentliche, weil dies wirklich gegen die Eigenschaft des Schöpfers ist, gegen die Eigenschaft der Liebe. In all dem muss ich sehen, dass all dies kommt, all dies mir gegeben wird, damit ich hier einen Platz für das Gebet enthülle. Ich kann diese Zustände nicht selbst korrigieren, außer durch die Vereinigung mit meinen Freunden. Denn der Krieg, insbesondere der Krieg, gibt mir die Gelegenheit, mich mit ihnen in richtiger Weise zu verbinden, damit wir den gemeinsamen Chisaron offenbaren, den gemeinsamen materiellen Chisaron. Und aus diesem materiellen Chisaron heraus erkennen wir, dass wir einen spirituellen Chisaron haben, damit der Schöpfer zwischen uns weilen möge. Und so wenden wir uns an ihn und fordern ihn, dass dies so geschehen möge. Und darin besiegen wir ihn. Darin siegen wir mit Sicherheit. Schöpfer auszurichten. Wir müssen diese Sachen in einer progressiveren Weise sehen, dass wir uns mehr und mehr der Wahrheit nähern. In jedem Augenblick erweckt der Schöpfer alle möglichen Empfindungen in uns, obwohl wir diese noch nicht in authentischer, spiritueller Weise enthüllen. Dennoch erweckt er all das. Es gibt niemanden anderen außer ihm. Und was müssen wir hier tun? Wir müssen uns nur an ihn wenden, denn alles, was wir fühlen, was uns fehlt, in so einer Weise werden wir dann erkennen, dass wir nur einen Mangel an Anwesenheit des Schöpfers zwischen uns haben. Und all unsere Gebete müssen nur darauf ausgerichtet sein. Wir müssen den Schöpfer darum bitten, sich zwischen uns zu offenbaren, denn dann werden wir das Kli haben, das Kli der Schchinah, denn das ist das Kli, in dem der Schöpfer wohnen kann. Und das wird als Offenbarung des Schöpfers an die Geschöpfe genannt, bezeichnet. Und wir wollen, dass dies durch die richtige Verbindung zwischen uns geschieht, hier und jetzt. Punkt 10. Unsere Weisen sagten, der Trieb des Menschen überwältigt ihn jeden Tag. Wenn der Schöpfer ihm nicht helfen würde, würde er den Trieb nicht überwinden. Wir sollten verstehen, warum der Schöpfer uns nicht die Macht gegeben hat, den bösen Trieb zu besiegen. Aber wenn das nicht in den Händen des Menschen liegt, warum tut der Schöpfer dann nicht alles? Dann, das heißt, er weckt die Fragen und korrigiert sie auch. Das heißt, wir müssen richtig auf den Schöpfer reagieren. Ohne unsere Bitte gäbe es keine, würde die Lösung nicht kommen. Wir bitten um all die Leiden und Probleme, die sich in der Welt offenbaren, und wir müssen bloß verstehen, dass all das nur deshalb ist, weil wir nicht in der Mitte sind, weil wir nicht zwischen dem Problem und der Lösung stehen, dass wenn unsere richtige Anwesenheit dass wenn unsere richtige Bitte den Schöpfer heranzieht, ausschließlich durch unsere Teilnehmer, wenn wir den Schöpfer verpflichten, das zu tun, was er getan hat, so verbinden wir in so einer Weise das ganze Zerbrechen, den ganzen bösen Trieb, der sich offenbart, mit dem höheren Licht, welches der gute Trieb ist. Und in so einer Weise gelangen wir zur Vollkommenheit.
Mit anderen Worten, warum muss der Mensch mit dem bösen Trieb kämpfen, während der Schöpfer ihm nur hilft? Aber wenn der Mensch den Krieg nicht beginnt, hilft ihm der Schöpfer auch nicht? Und warum braucht der Schöpfer den Menschen, um den Krieg zu beginnen? Und dann kommt er und hilft ihm, wie unsere Weisen sagten. Man sollte immer den guten Trieb über den bösen Trieb stellen. Und Rashi interpretierte, mit ihm Krieg führen. Das bedeutet, dass man zuerst den Krieg beginnen muss und der Schöpfer ihm dann hilft. Ja, es kann keinen Sieg in diesem Krieg geben, wenn wir den bösen Trieb unterwerfen. Also, und danach korrigieren wir ihn sogar in der Absicht, um zu geben. Die Korrektur kann nur dann erfolgen, wenn wir anfangen, diesen Krieg zu lenken. Das bedeutet, dass wir uns an den Schöpfer wenden und manchmal diesen Krieg sogar selbst erwecken. Deshalb steht geschrieben, der Mensch soll den bösen Trieb immer mit dem guten Trieb ärgern. Das soll er immer machen. Dann sieht er, wie er diesen Krieg mit zusätzlichem Feuer noch entfachen kann, noch anzünden kann. Und dann heißt es noch hier, dass er den guten Trieb mit dem bösen Trieb erwecken soll. Das heißt, er gelangt mit so einer Sichtweise, dass die gute Kraft zu herrschen hat. Wir sind verpflichtet, all die Stellen des bösen Triebes zu suchen, sie ausfindig zu machen, zu schnappen und zu korrigieren. Und korrigieren bedeutet, sie mit dem guten Trieb zu umhüllen. Das heißt, der böse Trieb ist im Inneren, der gute Trieb umhüllt ihn und lässt diesen bösen Trieb nicht fliehen. Denn der ganze böse Trieb, den der Schöpfer geschaffen hat, er wird zwischen uns wie ein Treibstoff, wie ein Brennstoff sein. Die Quelle, negative Energie, die wir umwandeln in Positives. Deshalb muss man den bösen Zitat Nummer 11. Ein Mensch muss den Krieg beginnen, damit er Kilim hat und die Hilfe des Schöpfers braucht. Das heißt, von Anfang an muss es unser Ziel sein, dass wir die Hilfe des Schöpfers benötigen möchten. Und deshalb, wenn ich auch den Krieg und die ganzen Qualen nicht sehe, muss ich sie mir noch mehr vorstellen, so sehr, dass es mich zur Zuwendung an den Schöpfer erweckt. Ja? Es ist, wie gesagt wurde, wenn der Schöpfer ihm nicht helfen würde, würde er den Trieb nicht überwinden. Daraus folgt, dass der Schöpfer dem Menschen absichtlich nicht die Fähigkeit gegeben hat, den Krieg zu gewinnen. Denn durch den Krieg erhält der Mensch Kilim und das Bedürfnis nach der Fülle. Deshalb brauchen wir also beides. Der Mensch muss in den Krieg eintreten, um Kilim zu erhalten. Und die Hilfe, die wir brauchen, ist, dass der Schöpfer ihm hilft. Denn durch die Hilfe erhält er das Erbe des Landes. Das heißt im Allgemeinen, warum offenbart sich das Böse? Um uns zu erwecken, uns dem Schöpfer anzunähern, von ihm noch mehr nach der Offenbarung des bösen Triebs zu fordern. Wir brauchen das, um
das ganze Böse zu lassen, uns davon zu befreien und uns an den Schöpfer zu wenden. Das heißt, wir müssen verstehen, wie sehr die Offenbarung des bösen Triebs notwendig ist. Wenn wir das vor uns halten, dann werden wir nicht, dann werden wir keine Qualen erleiden müssen. Wir durchlaufen diese Zustände mit Erkenntnis, mit Verständnis und lösen diese Probleme noch bevor sie sich materialisieren, in unsere Welt in Erscheinung treten. Und wir können all diese Kriege in der spirituellen Art realisieren und nicht in der materiellen. Alles hängt davon ab, wie sehr wir konzentriert sein werden von diesem Moment an und weiter auf das Ziel der Schöpfung und mit Hilfe des Mittels, wenn der Schöpfer damit genauso die Probleme erweckt und genauso ist er der Herr des Krieges, und wenn wir ihn anziehen und er bringt alles in Ordnung. Wir müssen nur den Schöpfer anziehen zu den Kräften der Teilung, die zwischen uns existieren, und dann wird er diese Trennung in einer sehr klaren Art ordnen, was dann die Schina in seinen zerbrochenen Zustand genannt wird. Und danach wird er sie korrigieren und wird sich in sie kleiden, gemäß in Gleichheit der Form. Und dann werden wir den Frieden offenbaren. Wenn der Frieden nur als Ergänzung sein kann zwischen all den Zuständen, sein kann zwischen den zerbrochenen, schlechten Zuständen und den guten. Anstrengend Gebet zu investieren können wir nur unter der Bedingung, wenn wir spüren und verstehen, wer wir sind, wo wir uns befinden. Das ist ein Zustand, der existiert, der tatsächlich ist und zu was wir gelangen möchten. Das ist der wünschenswerte Zustand. Zwischen diesen beiden Zuständen, der Unterschied zwischen den beiden Zuständen, ja, das Delta zwischen ihnen, gibt uns Kräfte, uns an den Schöpfer zu wenden und von ihm zu fordern, zu bitten, von ihm zu beten. Können wir irgendwie die Kraft unseres Gebetes abwiegen, messen? Wir können die Kraft unseres Gebetes abwiegen, verhältnismäßig bislang. Das ist gemäß unserer Kraft, die wir in dieses Gebet investieren. Bislang ist es noch sehr, nicht sehr befriedigend. Ständig müssen wir, als ob wir einen riesen und Qualen, die nicht beenden, spüren und uns an den Schöpfer zu wenden. Wie Rabashas in seinen Artikeln schreibt, der Mensch, der sich in einer großen Not sich befindet, er lässt den Schöpfer nicht und fleht ihn an, jeden Tag und die ganze Nacht, als ob man ihm sagt, dass er zum Tode verurteilt ist. Und dann versteht er, dass das ganze Problem darin liegt, dass er sich an den Chef wenden soll, wenn er, denn nur davon hängt seine Korrektur, sein Zustand ab. Rav, noch eine weitere Frage. Wir wissen, dass die Kabbalisten auch in unruhigen Zeiten gelebt haben, wie Bala Sulam und Rabash. Wenn ich ihr Gebet mit meinem Gebet vergleiche, das ist unvergleichbar. Was hat sich in unserer Zeit geändert, dass unser Gebet Einfluss haben könnte, wirken könnte? Wir nähern uns der Endkorrektur und deshalb sind wir mehr und mehr wichtig. Gerade solche kleine Menschen wie wir und der Schöpfer hält uns mit Absicht in so einen niederen Zustand nahe der ganzen Menschheit, damit wir in unserem Gebet uns von ihm nicht entfernen, von der Menschheit uns nicht entfernen,
und damit wir ständig spüren, wie die Qualen der Gesellschaft, dass wir uns nicht davon entfernen können und genauso, dass wir auch eine gewisse Verbindung mit dem Schöpfer zwischen uns haben, damit wir uns damit an ihn wenden. Stelle Nummer 12, Quelltext Nummer 12. Unsere Weisen sagten und zitierten, Rabbi Levi sagte, man solle immer den guten Trieb über den bösen Trieb stellen, den bösen Trieb quasi mit dem guten Trieb ärgern. Rabbi Rashi erklärt, dass er gegen den bösen Trieb Krieg führen soll. Wir müssen verstehen, was der Zweck dieses Krieges ist. Wäre es nicht besser, wenn ein Mensch sehen würde, dass das Böse in ihm nicht erwacht? Warum muss er es erwecken und Krieg dagegen führen? Es wäre besser, wenn er sich nicht in Gefahr begibt, weil er es vielleicht nicht besiegen kann. Wie unsere Weisen sagten, der Mensch darf sich nicht in Gefahr begeben. In der Arbeit, in der spirituellen Arbeit, wenn wir das Geben erreichen wollen, müssen wir sagen, dass wir alles mit dem Ziel des Gebens tun wollen, mit der Absicht des Gebens tun wollen. Das nennt man, den guten Trieb über den bösen Trieb zu stellen. Denn, beziehungsweise das nennt man, den bösen Trieb mit dem guten Trieb zu ärgern. Denn wenn ein Mensch zu seinem Körper sagt, wir müssen um des Schöpfers willen arbeiten und nicht um unserer selbst willen, wird der Körper sofort wütend und wehrt sich mit aller Kraft. Er sagt ihm, du kannst alles tun, aber um des Schöpfers willen und nicht um meiner selbst willen zu arbeiten, das kommt nicht in Frage. Daraus folgt, dass er die Wahrheit niemals erreichen kann, wenn er ihn nicht ärgert. Doof. Also gut. Italien 1. Buongiorno Rav. La domanda. Perché è così difficile pregare? Guten Tag, Rav. Warum ist es so schwierig zu beten? Es ist schwierig wegen zwei Ursachen. Erstens, dass du das Böse nicht spürst. Es schmerzt dich nicht davon. Und die zweite Ursache ist, dass wenn du nicht sicher bist, dass mit Hilfe der Zuwendung, der Verbindung mit den Freunden und der Zuwendung an den Schöpfer, wenn alles verhüllt ist und alles nicht natürlich ist für dein Ego, ohne dem kannst du nicht, mit Hilfe dessen etwas erreichen möchtest. Besonders dann, wenn man darüber nachdenken muss, dass man etwas erreichen muss, was spirituelle Sachen sind, zu wenig, ein wenig in irgendetwas, damit es in der Absicht des Gebens sein wird, über dem Ego. Deswegen ist es schwierig. Man muss darüber nachdenken, warum das schwierig ist. Man muss mit einem Freund darüber sprechen und dann in so einer Art werdet ihr verstehen, was uns bevorsteht. Eine Frage aus Sochi zum Quelltext Nummer 9. Es steht geschrieben, doch solange wir unsere Waffen in der Hand halten und unsere Hauptwaffe ist das Gebet, werden wir gewinnen. Wie lange müssen wir an diesem Gebet festhalten, diesen Waffen? Ich weiß nicht, wie viel Zeit. Ich frage nicht danach. Das befindet sich in den Händen des Schöpfers. Wenn er das nicht gibt, das bedeutet, dass ich mich darin befinden muss. Und meine Arbeit liegt darin, dass ich den bösen Trieb offenbaren muss, dem Ausmaß, in dem es möglich ist, zwischen mir und den Freunden. Und dann wende ich mich an den Schöpfer, damit er diese Verbindung korrigiert. Und dann ziehe ich den Schöpfer an zu dieser Verbindung zwischen uns. Und in so einer Art entwickeln wir uns weiter zu größeren und größeren Verbindungen. Und natürlich, jedes Mal werden wir noch mehr Details offenbaren, dass wir nicht verbunden sind, mehr und mehr. Und das sind Stufen unseres Fortschritts. Alle.
habe nicht verstanden. Was müssen wir fordern? Was müssen wir fühlen, wenn wir den Schöpfer um Reaktion bitten? Zu spüren, wie sehr wir uns in einem Krieg zwischen Guten und Bösen, Bösen und Guten uns befinden. Und wir können sie nicht richtig ordnen, wenn der böse Trieb und der gute Trieb in eine Ausrichtung handeln werden, uns den Schöpfer anzunähern und den Schöpfer an uns anzunähern. Weiter. Moskau 18. Wie wichtig ist es, dass das Gebet im Inneren aus der Vollkommenheit heraus gebildet wird? Nicht, dass wir das aus Leiden heraus erheben. Vielleicht hört der Schöpfer das nicht. Natürlich, das ist... Zweifellos beginnt das Gebet mit den Qualen. Wir können ohne Qualen nicht erweckt werden. Aber wenn wir uns erwecken, dann als Folge der Qualen gelangen wir zum Schöpfer, erhalten irgendeinen Einfluss vom Schöpfer und können dann unsere Qualen messen, genauso in der richtigen Art und Weise. Wenn tatsächlich, wie soll man das sagen, genauso das Böse werden wir als gute Sachen betrachten, die uns erwecken zum Guten. Im Ganzen, wenn der Chef uns erweckt, so erweckt er uns aus sehr kleinen Sachen. Wenn sich der Unterschied zwischen uns offenbart, die Reibereien zwischen uns sind sehr klein, aber wenn wir nicht reagieren, dann erweckt uns doch mehr. Das heißt, der Unterschied zwischen uns, der Zusammenstoß zwischen uns immer größer werden erweckt, entflammen, bis wir zum Krieg gelangen. Warum gelangen wir zu diesem Zustand? Weil wir nicht genügend bereit waren zu den Problemen, die es früher gab. Wenn wir die Zustände korrigieren würden, die es zwischen uns gibt, Sachen, die den Krieg hervorgehen, dann würde es den Krieg nicht geben. Aber wir würden dann alle Vergehen zwischen uns, nicht mit der Liebe, nicht mit der Korrektur, aber einfach nur würde sie beruhigen, bis das ausbricht. Und das ist das Problem. Deshalb müssen wir zwischen uns, wie geschrieben steht, entzornen, den guten Anfang auf den bösen Anfang. In so einer Art, dass wir ihnen nicht erlauben, einzuschlafen. Es ist besser, wenn wir Konflikte, Reibereien, Hass erwecken, um es zu korrigieren. Wenn in so einer Art von Anfang an, mit so einer Absicht, suchen wir, ja, mit einer kleinen Taschenlampe, suchen wir, wo gibt es noch bösen Trieb in der Dunkelheit, ja, suchen wir danach. Und wenn wir in so einer Art suchen, dann wissen wir, wo wir suchen müssen und wie wir das korrigieren müssen. Weiter. Genau, eine Frage dazu, zu dem Thema. Darf man die Enthüllung des Bösen fordern? Ja, wir können. Und wir sind eingeladen, das zu tun. Wenn ich fähig bin, wenn ich das korrigieren möchte, dann gehe ich und prüfe ich, wo kann ich noch den bösen Trieb finden und der böse Trieb befindet sich buchstäblich. Von jetzt und bis zur Endkorrektur, diese ganze Entfernung zwischen mir und der Endkorrektur, das alles ist der böse Trieb, welcher bislang von mir noch verborgen ist. Ich möchte, dass sich das allmählich offenbart, vom Leichten zum Schweren, und immer wenn ich mich an dem Schöpfer wende, mit der Bitte, das zu korrigieren.
Ita 8. Im Textstelle 14 steht geschrieben, dass der Mensch den Krieg beginnen muss, damit er die Kelim und das Bedürfnis zur Erlösung vom Schöpfer zu haben. Was ist die wahre Erlösung? Die wahre Erlösung ist die Verbindung, wenn alle schlechten Kräfte wir in gute Kräfte umwandeln, wenn der Hass zu Liebe wird. Wenn nur in so einer Art wir zu den Eigenschaften des Schöpfers gelangen können, damit sie in uns eintreten und über uns Macht haben, und dann werden wir wie er sein. Und das ist das Ziel. Unser Ziel ist, bis zur Stufe des Schöpfers aufzusteigen, der Verschmelzung und der Verbindung so einer Größe wie der Schöpfer ist. Moskau 18. Was ist die Aufgabe der Kabbalisten gerade zu Zeiten des Krieges? Im Krieg, die Rolle der Kabbalisten ist wie Menschen, wie Krieger zu sein, die den Krieg, die den Schlacht lenken. Ich glaube, gemeint ist die materielle Schlacht. Was ist Ihre Aufgabe in einer materiellen Schlacht? Kabbalisten beziehen sich nicht zum materiellen Krieg. Wir können das nicht beeinflussen, aber nur durch das Shamati. Bitte lese es. Shamati 209. Zwei der drei Bedingungen, denn es gibt für ein Gebet. Es gibt drei Bedingungen. Beim Gebet gibt es drei Bedingungen. Erstens muss man glauben, dass der Schöpfer ihn retten kann, obwohl er von allen seinen Zeitgenossen die schlimmsten Umstände hat. Doch ist denn die Hand des Schöpfers zu kurz, um ihn zu retten? Denn wenn nicht, dann würde der Wirt seine Gefäße nicht retten können. Zweitens, er weiß, er hat keinen Rat mehr, da er schon alles getan hat, was in seinen Kräften lag, und doch sah er keine Heilung für seine missliche Lage. Drittens, wenn der Schöpfer ihm nicht hilft, dann ist ihm sein Tod lieber als sein Leben. Gebet bedeutet Arbeit bzw. verloren im Herzen. Das heißt, je verlorener er ist, desto stärker ist sein Gebet. Denn natürlich gleicht einer, dem es an Überflüssigem und an Luxus fehlt, nicht einem zum Tode Verurteilten, wenn nur noch bleibt, das Urteil zu vollstrecken. Und er ist bereits in Eisenketten gelegt und steht nun da und fleht um sein Leben. Und gewiss wird er weder ruhen noch schlafen und sich für keinen Augenblick davon ablenken lassen, um sein Leben zu beten. Ja, wir sehen hier, welche Bedingungen wir haben, um zum richtigen, wahren Gebet zu gelangen. Wir müssen hauptsächlich all das benutzen, was wir heute haben. Und heute offenbart sich in der Welt es deshalb, damit wir das nehmen und als Folge dessen uns beginnen, einen Schöpfer zu wenden. Nicht einfach so erweckte auf der ganzen Welt in uns solche Zustände. Wünschenswert ist es jetzt bereits, einen Schöpfer zu wenden. Sonst können diese Zustände mehr und mehr sich entwickeln. Nicht entwickeln auf dem Schlachtfeld, aber entwickeln im Zerbruch, welcher zwischen Menschen existiert, damit wir als Folge dessen spüren, wie sehr wir in Mangel aller notwendigen Sachen uns befinden, wie sehr wir zerbrochen sind, einander, das in Linien der Versorgung einander, weil wir von all diesen Dingen abhängig sind. Heute kann sich die Menschheit mit nichts versorgen, aber jetzt, gerade jetzt, wird sich offenbaren, wie sehr wir
auch von Russland, von Ukraine abhängig sind, von allen Ländern, welche jedes andere Land versorgen. Natürlich ist es nicht von der guten Seite, von der Seite des Gewinns, aber trotzdem, bislang gewinnen wir uns noch in solchen Versorgungslinien wegen der Versorgung. Aber danach wird die Menschen spüren, dass es die Menschheit nicht befriedigt und die Menschheit muss auf anderen Weg gleiten, mehr geben. Wenn es geschrieben steht, geht und verdient daran, dann gelangen wir zumindest zur Verbindung zwischen uns. Und dann schließen wir das Ego zwischen uns und dann beginnen wir die Verbindungen mit Hilfe der gegenseitigen Gewinns zu offenbaren und dann können wir schauen, wie dieser Gewinn gegenseitig sein kann und gut sein kann in der qualitativen Art und Weise. Und so werden wir die Verbindung zwischen uns mehr und mehr erheben, von unserer Stufe zur spirituellen Stufe. Guten Tag. Sagen Sie bitte, in Bezug zu dem, was wir jetzt aus Shamati gelesen haben, demjenigen, der zum Tode verurteilt wurde, wie stark er gebetet hat, das ist etwas, was wir hier sehr, sehr stark fühlen, wenn die Raketen hier fallen. Wir wissen ja gar nicht, wo die Raketen einschlagen. Und manchmal fühlt man wirklich einen Mangel an diesem Gebet, einen Mangel an Kraft zum zu beten. Was sollen wir damit anfangen? Was können wir damit tun? Müssen wir diesen Chisaron, diesen Mangel irgendwie erwecken? Wir müssen uns bemühen, recht zu fertigen, den Schöpfer in allem, im Schlimmsten, dass er das alles erweckt, weil es gibt keine andere Wahl, mit seiner Seite uns zu erwecken, dass wir uns an ihn wenden. Nur auf seine Art und Weise müssen wir das verstehen. Wenn wir das nicht erkennen, dann können wir uns nicht an ihn wenden. Er muss uns annähern zum korrigierten Zustand. Und es gibt kein anderes Mittel, uns zur Verbindung zwischen uns zu führen und zur Verbindung mit ihm, anders als durch solche Zustände, die wir durchleben. Man kann hier nichts machen. Und jeder leidet hier in Bezug zu der Wurzel seiner Seele. Das ist mehr oder weniger verständlich, das ist mehr oder weniger klar. Ich beklage mich ja nicht, ich möchte das nur verstehen, wie das praktisch zu sein hat. Diese Verbindung, müssen wir in der Verbindung uns einander fühlen und ineinander einschließen? Natürlich, mit Hilfe dessen, wenn wir den Mann erheben, inwieweit es möglich ist, gemeinschaftlich zusammen, dann befinden wir uns näher zur Korrektur, zur Endkorrektur. Wir müssen uns so sehen, dass wir die Handlungen der vollkommenen Korrektur durchführen. Matikon, ist das klar? Wenn wir uns bemühen, gehört zu werden, einander zuzuhören, so haben wir immer wieder so ideologische Meinungsverschiedenheiten. Es geht eigentlich um Ideologie. Müssen wir die Klagen, die Argumente der anderen Seite verstehen? Zwischen uns sollten keine Vorwürfe und Forderungen vorhanden sein. Zwischen uns Freunden, außer eins, dass ich bitte, alle mich zu erwecken. Ich sehe in mir genauso den Grund, die anderen zu erwecken. Nur auf so eine Art und Weise. Ich kenne viele Ukrainer,
die so wie die Russen denken jetzt. Ich kenne aber auch viele Russen, die wie Ukraine denken. Also es ist wirklich ein Wunder, wie das jetzt offenbart wird, wie das sich jetzt zeigt. Es gibt viele Menschen, die sich befinden auf der anderen Seite. Also in diesen zwei Nationen. Und das ist gut so. Das ist gut so, weil im Allgemeinen müssen wir zu einem Menschen, in einem Herzen, in einer Absicht kommen, zu sehen den korrigierten Zustand von allen wie eins. Das ist alles. Und deswegen, guck doch mal, was der Schöpfer gemacht hat, wie er diesen Konflikt organisiert hat zwischen zwei Nationen. Und das, was passiert zwischen denen, das ist eine besondere Weise. Wir werden später darüber nochmal sprechen, aber guck doch mal, inwieweit dieser Konflikt von der einen Seite sehr tiefgründig während der ganzen Geschichte, deren Geschichte, und inwieweit dieser durch Ich will weitermachen. Es gibt ein paar Gruppen, nicht viele, aber es gibt ein paar Gruppen, in denen gibt es Menschen, die sich befinden unter dem Einfluss der einen Seite des Krieges und der anderen Seite des Krieges. Und dann in der Gruppe wird es sehr gefühlt wahrgenommen, was passiert. Und ich glaube, dass wir dürfen diesen Freunden nicht die Möglichkeit geben, die sich befinden in so einem Konflikt, die fühlen irgendwie im Inneren irgendeinen Widerstand, so eine Abneigung zwischen denen. Wir dürfen das nicht einfach so vorbei an uns lassen, sondern wir müssen das herausfinden. Und alle Verbrechen werden mit der Liebe bedeckt. Und wir werden sehen, inwieweit es gibt Widersprüche und Hass und Abneigungen, Trennungen und inwieweit wir dieses, genau dieses bedecken können. Wir dürfen das nicht vergessen. Wir müssen das bedecken mit der Einheit zwischen uns. So eine gegenseitige Art und Weise verstehend, dass wir uns befinden müssen über dem. Das ist wie der Glaube über den Verstand. Das ist eine Form, die muss uns bringen zur spirituellen Wahrnehmung. Und deswegen, lasst uns anfangen, in dem zu arbeiten, das nicht achten darauf, dass ich jemanden hasse. Ich verstehe, dass es ausgeht aus meinem Ego und sehe dieses nur durch mein Ego, aber ich will mich mit ihm verbinden über meinem Egoismus, das heißt, alle Verbrechen bedeckt die Liebe, das heißt, der Glaube über den Verstand, die Kraft des Gebens über der Kraft des Empfangens. Und dann können wir verstehen, dass wir hier eine Möglichkeit haben, eine Chance, den Frieden zu erreichen. Shalom vom Wort Schlimut, die Perfektion, Vollkommenheit, das Gute, die Kraft des Guten, die führt und bedeckt und kompensiert alles Böse. Das lernen wir im spirituellen Pazuf, wir haben Aviyut. Und das wird bedeckt durch die Einschränkung über dem Schirm und dann das reflektierte Licht über dem Schirm. Und dann tritt man ein in den Kontakt mit dem Schöpfer. Das ist unsere Arbeit und so müssen wir handeln. Lasst uns dieses durchführen. Aus der falschen Form, in welcher wir uns befinden, wo der böse Trieb, der führt uns und herrscht über uns. Und wir müssen gehen zum Guten, Anfang, nutzen das Böse, dass wir über dem die gute Verbindung aufbauen,
Ansonsten hat das Böse keinen Grund, sich offenbaren. Dieses offenbart sich nur, weil wir in der Lage sind und dieses wenden können zur guten Verbindung. Aber wenn wir das nicht in der Lage sind, dann werden wir das so lassen. Dann wird es so sein, wie es früher war, ohne jegliche Offenbarung. Versteht ihr das? Ich bitte, lasst uns alle Gruppen, wenn ihr seht, dass es einen Widerstand und eine Abneigung und eine Distanzierung gibt, das Nichtvorhandensein der Annäherung zwischen den Freunden, verschiedene Diskussionen, Meinungsverschiedenheiten. Weil das bezieht sich in Bezug zum Herzen eines jeden. Die können sich nicht annähern. Wir müssen denen helfen, sich über dem zu erheben. Nicht sich einfach auf einer egoistischen Ebene sich anzunähern, weil das ist nicht möglich. Wenn wir aber auf so eine Art und Weise uns versuchend anzunähern, egoistisch, dann wird der Schöpfer noch mehr Widerstände zwischen denen enthüllen. Und dann wird es mehr und mehr Hass geben und mehr Meinungs- und Verschiedenheiten und Diskussionen. Aber wir müssen lernen, wie wir immer uns befinden müssen im Glauben über den Verstand, in der Kraft der Einheit, in der Kraft. Explosion kommt. Ich muss mich sorgen bezüglich dessen, wie die Korrektur effektiver sein kann, stärker sein kann, näher zum Schöpfer sein kann. Und auf welche Art und Weise dieses sich offenbart, ist mir egal, weil das ist schon eine egoistische Berechnung. Wir müssen immer darüber nachdenken, inwieweit wir uns befinden können im Glauben über den Verstand, inwieweit durch die Kraft der Entfernung wir zwischen uns eine Verbindung, einen Zustand offenbaren können, welche sich im Geben befindet. Nur das ist wichtig in meinem Zustand, nur das. Lasst uns Weißrussland nochmal angucken. Die sind auch eingemischt in diesen Konflikt. Ja, Raf, in Bezug, was Sie gesagt haben, jetzt am Ende, gestern hatten wir ein Treffen und wir haben darüber geredet, über all diesen politischen Meinungen und wir möchten gerne mit dem aufhören, mit diesen politischen Sachen. Alles existiert, was es existieren, verschiedene politische Diskussionen, wer Recht oder Unrecht hat. Wie ist das möglich? Ihr müsst nur über die Offenbarung der Liebe sprechen, über dem Hass, über der Abneigung und über der Widerstände. Nur auf so eine Art und Weise. Was hat die Politik hier zu tun? Die kann nicht zwischen uns vorhanden sein. Die kann nicht vorhanden sein. Wenn wir viel darüber hören, wie Rabash die Nachrichten gehört hat, eine Minute lang, nur dass er in der Lage ist, sich über denen Nachrichten zu erheben. Deswegen bitte ich, dass all diese Gespräche über die Politik aufhören. Es gibt keine Politik, es gibt nur Gespräche über die Verbindung. Ihr könnt sagen, aber nur darüber etwas sagen, einen halben Satz, damit ihr danach über dem offenbart die Verbindung und die Liebe und die richtige Form dem gibt. Ist das klar? Also gut. Wir kommen jetzt zu Frauen Internet. Ich will nur sagen, noch eine Sache. Da glaubt nicht, dass wir jetzt durchgehen solche Zustände als Folge des Krieges, wann wird es beendet, dann werden wir zurückkommen zu unserem normalen Studium. Das ist nicht richtig. Das ist der beste Zustand, den wir jetzt haben für unseren spirituellen Progress. Und wir kommen leider jetzt zum Krieg, weil wir können uns nicht bewegen in der Spiritualität in einer gewöhnlichen Weise.
effektiv. Und der Schöpfer offenbart diese Zustände an allen Diskussionen, allen Besprechungen müsst ihr einander unterstützen und nur in Richtung der Korrektur und der Verbindung und nicht, dass wir irgendwie kompensieren verschiedene Probleme und Diskussionen zwischen uns. Wir sprechen über die, damit wir uns über erheben können, damit wir die überwinden und alle Verbrechen werden mit der Liebe bedeckt. Kolman? Mark 29, ich habe gehört, dass wir das Böse in der Welt verhindern können, wenn wir das Böse in der Spiritualität enthüllen. Für uns ist nicht genug, das Böse in der Spiritualität, dass wir über den uns verbinden wollen und wir sind in der Lage, uns zu unterstützen, weil wir verschieden sind und unser Verlangen befindet sich in verschiedenen, sich unterscheidenden Körpern. Fass mich nicht an, distanziere dich von mir, entferne dich von mir. Das ist ein Problem. Deswegen, es lohnt sich, dass wir darauf achten, inwieweit wir mehr verbunden sein können zwischen uns in den Verlangen, in den Gedanken, in den Absichten, in der Offenbarung des Ziels und der Einheit. Und dadurch werden wir in allen Kriegen gewinnen. Wir müssen verstehen, dass dieser Krieg, der jetzt passiert, der passiert nicht auf dem anderen Teil dieser Welt zwischen Russland und Ukraine, sondern der passiert zwischen uns und unseren Herzen. Und nur äußerlich zeigt sich dieser Krieg so, aber im Wesentlichen passiert es in unseren Herzen. Und wir müssen spreche von dem Austritt aus Ägypten und all diesen Sachen. Wir offenbaren den Krieg immer auf der materiellen Ebene und wir müssen sehen, dass das aber immer nur korrigiert werden kann in der spirituellen Weise, nur in der spirituellen Weise. Deswegen, wenn wir jetzt durchführen eine Korrektur in unserem spirituellen Bewusstsein, in unseren spirituellen Kräften und im Gebet, dann werden wir wirklich nachhaltig gewinnen. Kabio 7. Korrigiert der Schöpfer den bösen Trieb und wir sollen nur bitten, dass das enthüllt wird? Natürlich, der Schöpfer, der macht all diese Korrekturen, nicht wir. Unsere ganze Arbeit findet sich nur im Gebet. Und im Gebet gibt es viele Bedingungen. Wie bitten wir jeder von uns, inwieweit man bittet aus der Tiefe des Herzens und auf welche Art und Weise bittet man, wie tief das ist im Inneren des Herzens. Und in Bezug zur Form und in Bezug zur Kraft und in Bezug dessen werden wir dann nutzen in der richtigen Weise das Böse, welches sich offenbart. Und dieses offenbart sich nur dafür, damit wir bitten, die Einheit. Latin 13. Kann ich die Korrekturen außerhalb des Zehners vornehmen? Nur durch den Zehner. Nur durch den Zehner. Wir können manchmal uns mit den anderen verbinden, mit den anderen Zehnern, aber das Wesentliche liegt in meinem Zehner. Über diesem Thema, was Sie erzählt haben. Wenn Unterschiede erscheinen zwischen den Freunden, sollen die einfach dabei bleiben im Zehner oder sollen andere Zehner kommen und helfen? Zuerst der Zehner selber, der muss helfen, wenn es eine Diskussion gibt zwischen Freunden und dann die anderen Zehner kann man des Gebets und dann kommt das Gebet selber. Weiter. Peter, es scheint so, dass der Krieg zwischen den Führern stattfindet. Was ist die Rolle der Nation dann?
die Rolle aller Menschen, einen Einfluss zu haben auf die Machthaber dieser Völker, dass sie sich aneinander annähern sollen. Der Kopf, also der Machthaber eines jeden Volkes, ist die egoistischste Person eines Volkes, deswegen befindet sie sich auf der Spitze der Macht seines Volkes, weil alles wird durch die Kraft des Egoismus gesteuert. Und wir müssen verstehen, dass alles von uns abhängt, von den Menschen, inwieweit wir in unserem Gebet zum Schöpfer, durch den Schöpfer, einen Einfluss haben auf die Machthaber der Nationen. Das heißt, die Herzen der Minister und der Könige ist in der Hand des Schöpfers, dass der Schöpfer die Verbindung zwischen denen aufbauen möge. Aber wir können nicht auf den Schöpfer so einen Einfluss haben, dass er... was Gutem bringt, zu einer guten Entscheidung. WH. Und mehrere hundert Frauen haben sich verbunden zum Gebet. Was ist der Unterschied von diesem Gebet und Gebet im Zehner? Es ist viel effektiver und viel wichtiger. Ich habe diese Treffen teilweise gesehen, auch die weiblichen und die männlichen Treffen, und ich habe verschiedene Zusammenfassungen gesehen, und es ist wichtig, dass durch die Verbindungen in den Zehnern, in den Völkern und den Menschen, dass das alles sehr wichtig ist, und unsere Verbindung wird sehr gegenseitig sein, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dem Gefühl dessen, von wo der Mensch kommt. Es ist mir egal, wer, was und woher. Für mich ist wichtig sein Herz, und dann gucke ich nicht weder auf die Sprache noch auf die Art und Weise, auf nichts, nur auf das Herz des Menschen. Wir müssen uns richtig verbinden, und dann wird es keinen Unterschied geben zwischen den Männern und den Frauen, und wer befindet sich in welcher Volk, in welcher Nation, welches Geschlecht und welches. Es gibt ein Update, dass die Frauen eine Zoom-Nummer aufgemacht haben, die funktioniert rund um die Uhr. Und gibt es eine neue Einstellung, die ständig sein soll in dem Gebet, dass der gesamte Weltkli im Gebet verbleibt? Ich weiß es nicht. Lasst uns noch die Möglichkeit geben, dass wir uns ein bisschen etablieren. Gibt es Fragen? Ich danke den Frauen. In der Einheit zwischen uns führen wir die Welt zum Frieden, zur Korrektur in den Seelen. Wir leben in einer besonderen Zeit, in der mithilfe unseres Gebets zum Schöpfer sind wir dann in der Lage, die Korrektur in der ganzen Realität, in der ganzen Macht. Moskau 6. Die Frage ist die, ausgehend von den letzten Ereignissen und aus dem Artikel. Das heißt, die letzte Zeit verschwindet die Anwesenheit des Schöpfers. Wie können wir denn letzte Zeit sicher sein, dass der Schöpfer uns alles zeichnet und dass man an ihn sich wenden muss? Ihr müsst euch bemühen, mit allen Möglichkeiten,
und sprechend darüber und auch nicht sprechend darüber in allen Handlungen, allen Bewegungen, die ihr macht, zu den Freunden, in denen die Wahrnehmung erwecken, dass der sich befindet, in denen, in euch, dass er die Herrschaft über euch hat, dass ihr auch erweckt den Neid in. In den Szenen in der ganzen Welt, dass man die Verbreitung macht, zu lernen, sich richtig zu organisieren im Gebet, sich zu verbinden, wie Männer, so auch Frauen, und das zu machen, einmal am Tag sich zusammenzutreffen für das kollektive Gebet und mehr daran zu denken, wie kann man daraus eine Handlung machen, dass das die wichtigste Handlung ist in der ganzen Realität. Die wichtigste Handlung. Ich war gestern auch dabei. Ich habe gesehen, dass es fehlt sehr viel Wichtigkeit. Und der Schöpfer wartet drauf. Er wartet drauf, dass wenn wir ausgehend aus dieser Verbindung, aus der materiellen Verbindung, in der ganzen Welt machen wir das. Ihr müsst es nicht unbedingt machen. Abends, israelischer Zeit, ihr könnt das auch machen, wie es für euch bequem ist, zum Beispiel für Amerika oder für andere Länder, dass es für einen Teil in der Welt zeitlich bequem ist. Ihr müsst euch bemühen, das zu machen. Ihr müsst euch bemühen, dass dieses Gebet, auch wenn nur einmal am Tag dieses passiert, dieses muss sein, so verbunden, verschmolzen, wichtig und mächtig, wenn wir uns annähern zur Verbindung zwischen uns. Und aus dieser Verbindung zwischen uns wenden wir uns zum Schöpfer und schreien zu ihm, dass du bist verpflichtet, uns zu helfen, uns zu verbinden, weil nur durch die Verbindung zwischen uns offenbaren wir dich. Aus dieser Enthüllung sind wir dann sicher, dass wir verbunden sind mit dem Ziel des Lebens, mit dem Ziel der Schöpfung, mit dem Guten. Wenn wir das Gute machen, das ist das Gute in der Gegenseitigkeit, und wir verbinden uns und streben zueinander, und ausgehend aus der Verbindung zwischen uns kommen wir zu einer Form, welche heißt Bore, Bore, der Schöpfer, komm und sehe. Und das ist sehr wichtig. Ich glaube, dass ihr heute hier in der Lage seid, dieses so durchzuführen, und dann jedes Mal mehr und mehr werden wir einander ergänzen in dieser Wendung zum Schöpfer. Das ist das Aufregendste im Leben, das Herz des Freundes zu öffnen, sich mit dem Freund und mit dem Schöpfer zu verbinden. Aber hier befindet sich auch der Krieg jedes Mal, wenn der gute Trieb den Kopf hebt, dann sofort kommt der böse Trieb, zerstört alles und ich kann dann nichts mehr tun. Wie kann ich denn? Du kannst dich nicht einschließen in die Freunde ohne den bösen Trieb. Genau wenn du kämpfst mit dem bösen Trieb, über dem kannst du dich einschließen, dich verbinden mit den Freunden. Lese nochmal, was geschrieben steht in den Quellen und realisiere das, was dort geschrieben steht. Nur auf so eine Art und Weise. Du kannst nicht nur mit der guten Kraft ankommen. In dir gibt es gar keine gute Kraft. Die gute Kraft kann nur in dir vorhanden sein, wenn du dich erhebst über dem bösen Trieb. Der Ausmaß deines Hebens und wie du dich erhebst über der bösen Kraft, das gibt dir das Verständnis dessen und die richtige Form, was überhaupt die gute Kraft ist. Nur in so einer Form wirst du das kennenlernen, was das Gute ist, dadurch, dass du dich erhebst über den Bösen und nicht, dass es bei dir von vornherein sich befindet in irgendeiner Form. Das Böse, welcher in dir vorhanden ist, darüber darfst du nicht vergessen. Renn davon nicht weg. Hebe dich über dem und aus diesem Zustand heraus wirst du aufbauen durch das gegensätzliche Verhältnis und dann wirst du in der Lage sein, zum Guten.
Sagen Sie bitte, wie können wir uns besser zu so einer Handlung wie gemeinsames Gebet vorbereiten? Welche Chisaron, welche Nachrichten müssen wir lesen zusammen mit den Freunden? Welchen Chisaron braucht man hier? Wir müssen uns vorbereiten zum Gebet. Ihr legt fest, wann es passieren soll, so um 19 Uhr abends oder wann ihr das wollt. Wir müssen uns vorbereiten zu dem Gebet und wir müssen darüber sprechen während des Tages. Es müssen verantwortliche Freunde vorhanden sein, die dieses organisieren. Wir müssen mehr verantwortlich sein und so voranschreiten. Sprich darüber. Das Allerwichtigste ist zu verstehen, dass das die wichtigste Handlung ist. Und das ist so, wie ihr euch treffen müsst mit so einem wichtigen Menschen, irgendein Gespräch durchführen und ihr könnt dort bekommen, die wichtigste, das Wichtigste in eurem Leben. Und so müsst ihr auch die Gebete durchführen, diese Minuten so durchführen, wenn wir uns befinden in der unseren Verbindung, dass diese den Nutzen bringen, dass die mächtig sind. Und wenn das so funktioniert, oder so ist, dass einer das so will, ein Teil der Freunde und die anderen so ein besonderes, also die anderen haben kein besonderes Gefühl, die anderen haben ein besonderes Gefühl, dann müssen wir uns annullieren vor den anderen. Das Allerwichtigste ist, dass wir zu einem gemeinsamen Gebet kommen und zu so einem Verzicht kommen gegenüber der einen zum anderen. Und dann kommen wir zu so einer Begeisterung und wir kommen dann zur gemeinsamen Verbindung. Und unser Gebet ist für den Frieden, für die Vollkommenheit, weil das Wort Frieden kommt von Wort Vollkommenheit. Dann kommen wir zum Zustand, wo wir alle uns verbinden können miteinander und um Gottes Willen jemanden zu töten, sondern wir müssen alle kommen zur Verbindung, weil jeder hat einen Platz in dieser Verbindung und nur in so einer Art und Weise. Sie investieren, um ihre schlechte Mittel zu korrigieren und sie zum Besten zu korrigieren. Was sind diese schlechten Eigenschaften? Meine jegliche Neigung, mich zu distanzieren von den Freunden, das ist eine schlechte Eigenschaft. Ich muss das nicht lernen, irgendwie in einer philosophischen Art und Weise oder irgendwie eine spirituelle Analyse durchführen, einfach was mich annähert zum Guten und distanziert vom Schlechten. Der Schöpfer mag die Verbindung. Moskau, wir sind eine große Kraft. Wie kann man nicht von der Offenbarung der Wärme des Schöpfers verzichten? Wie kann man nicht mit dem zerbrochenen Herzen einverstanden sein? Mit Hilfe der gegenseitigen Verbindung, wenn jeder sich sorgt, dass der Freund verbunden ist mit dem Ziel und dass sein Herz brennt. Niemand kann sein eigenes Herz entfachen. Vielleicht verstehen wir das nicht, aber wir bewegen uns nur mit Hilfe von irgendwelchen äußeren Einwirkungen. Das heißt, wir müssen die eine große Korrektur in der ganzen Welt durchzuführen. Also was ist denn zu bevorzugen? Die Treffen der Russinnen und der Ukrainer oder vom ganzen Weltglied zusammen? Es ist besser, wenn russische und ukrainische Gruppen sich verbinden und um die herum befinden sich Gruppen aus der ganzen Welt. Ich würde das so machen, die Hauptzeit, also die größte Länge der Zeit, zum Beispiel das ganze Treffen dauert eine Stunde lang, ich würde eine halbe Stunde lang
den Gruppen aus Ukraine und Russland widmen, dass die sich ausdrücken können, und die andere Zeit der ganzen Welt übergeben, dass die sich ausdrücken können. Ja, das ist so vielleicht gut zu machen, sowohl bei den Treffen bei den Frauen als auch bei den Männern, inwieweit das Streben verbunden zu sein, dass man sich wendet zum Schöpfer, das ist eine Sache, die die größte ist. Es gibt nichts Größeres, keine größere, mächtigere Herangehensweise. Ihr könnt nichts Größeres der ganzen Welt geben, als das so zu realisieren. Mark 6. Ich hörte jetzt auf dem Unterricht, wir müssen das Problem nehmen und korrigieren, bevor es materialisiert wird in schlechter Form. Können wir das tun und wie? Wir sind in der Lage, alles zu Gematikun zu führen, zur Endkorrektur, dass es uns klar ist, nicht irgendwie, dass wir uns befinden am Anfang oder in der Mitte der Endkorrektur, sondern wir müssen bis zum Ende kommen, wenn wir uns befinden in der letzten Etappe, in der letzten Generation, wie Baal Sulam schreibt. Wir befinden uns schon darin. Baal Sulam schreibt darüber, und anfangen von dieser Zeit bis zur Endkorrektur, das können wir machen mit einem Sprung, ein Schritt nach vorne. Das ist alles. Für das höhere Licht gibt es gar kein Problem, alles zu korrigieren, das ganze zerbrochene Kli. Dieses Kli existiert schon. Wir müssen nur offenbaren, dieses in Bezug zu uns, zu unseren Sinnesorganen. Aber die Form, die befindet sich schon, diese zukünftige Form, die befindet sich schon von vornherein. Das offenbart sich vor den Geschöpfen. Alles das offenbart sich um 620 Mal mehr als beim Ursprungszustand, welcher der Schöpfer offenbart hat. Und deswegen wird sich das offenbaren in der echten, wahrhaftigen Form und in der Verbindung zwischen uns. Wenn wir uns verbinden, dann werden wir all diese. Fügen oder das vorhandene Treffen erweitern und diese Form geben? Ich will nichts festlegen. Es scheint mir nur so, dass die, die heute bezüglich von denen selbst so fühlen, dass das alles durch den Schöpfer passiert, denen müssen wir mehr Zeit geben, dass die sich ausdrücken können für die Korrektur, ausgehend aus deren Zustand. Und wir müssen uns alle um diese Leute herum verbinden. Und wir lieben zum Beispiel eine Gruppe aus Chile oder von anderen Plätzen, die weit weg sind, territorial, aber es scheint so, aber die befinden sich nicht, sie befinden sich nicht unter diesen Bedrohungen, diesen Bombardements, materiell. Es scheint so, als würden die sich nicht unter diesen bedrohten Zuständen befinden. Aber wir müssen trotzdem denen mehr Zeit geben, dass die Leute, die wirklich diese Bedrohungen des Krieges fühlen, dass die einen größeren Einfluss auf uns haben können. Und wir müssen denen das Gefühl geben, dass wir die unterstützen, dass wir ein besonderes Verhältnis zu denen haben. Und deswegen würde ich raten, gib dir nicht die ganze Zeit, aber das ist nicht so. Wir müssen uns bemühen. So wie ich das gerade gesagt habe, wir müssen uns bemühen,
zu sein, wie eins, dass alle Gruppen sich miteinander verbinden. Das ist unsere Waffe. Und sagen wir mal, wenn wir kämpfen mit allen bösen Kräften in dieser Welt, und so werden wir Erfolg haben. Jeder muss fühlen, dass er ein Soldat ist gegen den bösen Krieg, welcher die Trennung zwischen uns bereitet. Und wir müssen alle ausgerichtet sein zum Schöpfer. Und wir alle sind füreinander verantwortlich. Das ist das, was ich sagen kann. Denk darüber nach, sprich darüber und distanziert euch nicht davon während des ganzen Tages. Es muss eine gegenseitige Sorge vorhanden sein.